Das ist Karl Brockmann, 89 Jahre alt, glühender Schalke-Fan. Im Frühling erzählt er Clemens Tönnies, dass er im Zweiten Weltkrieg wie der legendäre Ala Urban, der fünfmal Meister mit den Königsblauen wurde, an der Ostfront kämpfte. So bekam Brockmann hautnah mit, wie sein Lieblingsspieler fiel. Ein Altersunterschied von auf den Tag genau 10 Jahren trennte die beiden. Jeder hatte ein Idol und ich war Ala Urban. Eben aus dem einfachen Grunde, weil der zeitliche Abstand so genau 10 Jahre betrug. Brockmann hat sich immer gewünscht, dass Schalke 04 eine Gedenkminute für Ala, der seit seinem Tod 1943 in Russland begraben ist, abhält. Von ehemaligen Managern des Clubs bekam er nie eine Reaktion auf seinen Wunsch. Clemens Tönnies ärgert dies und er findet, dass eine Gedenkminute nicht genug ist. Der 4. Juni 2013. Eine Delegation aus Vorstand und Aufsichtsrat reist zum deutschen Soldatenfriedhof Korpowo, Oblast Nowgorod. Hier liegt Urban begraben. Sie wollen nicht nur seiner gedenken, die sterblichen Überreste des Linksaußen, der ruhmreichen Meisterelf, sollen nach Gelsenkirchen überführt werden. Ich habe das dann mit meinem Kollegen André Schollmeier besprochen und wir sind dann an den Aufsichtsrat gegangen und alle haben einstimmig gesagt, ja, das machen wir. Ein ehrgeiziges Ziel für einen der ganz Großen. Als Urban im Mai 1943 mit gerade mal 29 Jahren an seinen schweren Kriegsverletzungen stirbt, berichtet selbst die BBC über den Tod des 21-fachen Nationalspielers. 33.000 Soldaten, die hier begraben sind, fielen im grausamen Angriffskrieg der Nazi-Diktatur. Auch ihrer gedenkt die Schalker Delegation. Wir müssen immer daran erinnern, was Schreckliches damals alles passiert ist, wie sinnlos die Dinge waren, wie umsonst viele, viele Menschen und auch Ala Urban hier gestorben sind. So wird die neue Gedenkstätte von Ala Urban wie bereits die Gedenktafel für die verfolgten und ermordeten jüdischen Schalker auch ein Mahnmal für den dunkelsten Teil der deutschen Geschichte. Es fehlen wohl noch ein paar offizielle Genehmigungen. Aber geplant ist natürlich, die Gebeine ordnungsgemäß zu überführen nach Gelsenkirchen und auch mit dem entsprechenden religiösen Unterstützung, will ich sagen, dann für eine ordentliche Beerdigung auf dem Schalkerfeld zu sorgen. Es ist unsere Pflicht eigentlich, die Tradition zu wahren. Es muss immer weiter die Tradition einhalten, sonst kannst du keine Zukunft haben. Karl Brockmann wird dann am Grab stehen können, wie so viele andere Fans. Ala Urban kehrt nach Hause zurück.